Und hier haben wir die letzte Figur aus der Serie. Und zwar Daniel Bryan, Toys R Us Exclusive, Pay-Per-View Edition, Build-A-Pallbearer. Und hier haben wir ihn in der Verpackung. Und auf der Rückseite sehen wir die ganzen anderen in der Serie. Damien Sandow, Kofi Kingston, Dolph Ziggler, ergeben Pallbearer. Aus der Extreme Rules Best of Pay-Per-View 2014 Serie. Und dann würde ich mir auch mal sagen, holen wir den jetzigen WWE World Heavyweight Champion doch aus seiner Verpackung. Also bis gleich. Und hier haben wir Daniel Bryan außerhalb der Verpackung. Kommt mit der Urne vom Powerbearer und den Kopf vom Powerbearer. Die Figur werde ich euch auch noch präsentieren, zusammengebauterweise. So, und hier haben wir Daniel Bryan. Kopf hoch. Hier der bärtige Facecan. Ziemlich treffend, finde ich. Da noch mit etwas kürzeren Haaren und kürzerem Bart. Und ein etwas anderen Outfit. Was ich aber für eine Basic-Figur sehr gut gemacht finde. Hier die roten Hosen mit dem Flammen-Design. Hier an der Seite auch. Die roten Knee-Pads. Die Boots mit den Kickpads. Für eine Basic-Figur sehr detailliert, finde ich. Auch weiße Wristbands. Von der Artikulation her eine Basic eben, nicht viel. Was heißt nicht viel? Nicht so viel wie eine Elite. Aber trotzdem finde ich eine gelungene Figur. Der neue WWE World Heavyweight Champion. Neu ist er ja auch nicht. Seit WrestleMania. Und somit möchte ich mich auch bedanken fürs Zusehen. Fürs Zusehen schon wieder. Und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Oder vielleicht ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Mit Pallbearer zusammengebauterweise. Das Zusammenbauen werde ich euch nicht antun, wie letztes Mal schon. Da man manche Parts etwas heiß machen muss. Und das Getüdel mit dem Föhn möchte ich euch nicht antun. Also werdet ihr Pallbearer zusammengebaut sehen. Und somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.